Fünf Dinge, die man im Rhön-Grabfeld wissen muss. Erstens, wenn man sagt, hier ist Bayern aber sehr schön, erntet man im besten Fall einen irritierten Blick, meist gefolgt von einer deutlichen Aufklärung. Wir sind in Unterfranken, nicht in Bayern. Zweitens, Berliner heißen hier Krapfen und sind mit Hefemark gefüllt. Hefemark ist eine sehr leckere Hagebuttenmarmelade, also unbedingt die Krapfen probieren. Drittens, ein Auto gehört zur Überlebensausrüstung. Man kann zwar einmal versuchen, einen Termin mit Bus und Bahn zu erreichen, aber wer es einmal versucht hat, holt sich danach ein Auto. Viertens, die eigene Baustelle. Gefühlt 90% der Rhön-Grabfelder zwischen 25 und 30 beantworten die Frage nach ihren Lebensumständen so: Wir bauen gerade unser eigenes Haus. Und fünftens, hier sind fast alle zweisprachig. Rhön-Grabfelder sprechen Dialekt und müssen dennoch oft auf Hochdeutsch zurückgreifen. Denn hier spricht fast jedes Dorf einen eigenen Dialekt.